Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt der dritte und letzte Teil von meinem geschenkte Bücher. Und ja, da wünsche ich euch mal viel, viel Spaß. Und als erstes habe ich hier von Robert Louis Stevenson die Schatzinsel. Sieht so aus und hat 232 Seiten. Also jetzt sind sie 5 große Bücher mit dabei und der Rest sind sehr, sehr kleine. Und ja, dann habe ich hier von Katja Fox das kupferne Zeichen. Sieht so aus. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt drauf und hat 639 Seiten. Jo. Dann von Nelson de Maille Rückkehr nach Spencerville. Sieht so aus. Da kann ich euch ja mal vorlesen. Spencerville, Ohio, liegt im Herzen des wirklichen Amerika, mitten im weiten Farmland des mittleren Westens. Umgeben von Maisfeldern, verlorenen Bachläufen und dem weiten Blick bis an den Horizont. Nach 25 Jahren kehrt Kate Landry an den Ort seiner Kindheit zurück. Dort lebt noch immer Kates Jugendliebe Annie. Doch mittlerweile hat sie Cliff Baxter, den korrupten Polizeichef der Stadt, geheiratet. Als zwischen Annie und Kate die alte Liebe wieder aufflammt, begreift der machtbesessene und rasend eifersüchtige Baxter das als tödliche Herausforderung. Spencerville, die Suche nach einer verlorenen Liebe und dem Ort einer versunkenen Kindheit, entpuppt sich als ein Albtraum aus Gewalt und Verrat und erbarmungsloser Rache. Jo. Hat 532 Seiten. Ja. Dann ein Kursalik. Das Doppelspiel. Sieht so aus. Frasertown, eine amerikanische Stadt in der UdSSR. Smolenka, eine sowjetische Stadt in den USA. In ihnen Menschen, die zu Roboter des Gehorsams gedreht werden. Im Spiel der Geheimdienste hin und her geschoben wie Schachfiguren. Doch was geschieht, wenn sich diese Menschen ihres Menschenseins bewusst werden? Agenten zwischen Pflicht und Liebe. Ein großes Thema, ein echter Konsalik. Ja, so sieht er aus und hat 543 Seiten. Von den großen Büchern das letzte. Und zwar habe ich hier von Robin Cook Tauchstation. Sieht so aus. Der neue Roman vom Meister des Medizinthrillers. Ein unbekanntes Land, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ein Paradies, aus dem es kein Zurück gibt. Eine clevere Mischung aus Wirtschaft und Fiction. Überlassen Sie es Robin Cook und alle zu Tode, um alle zu Tode zu erschrecken. Ja, sieht das aus. Oh, ein paar kleine. Davon werde ich bestimmt, ja, im Januar ein paar von schaffen. Ja, da habe ich immer Marcel Pagnol, Marcel und Isabel, die Zeit der Geheimnisse. So aus. Ja, hat 194 Seiten. Ja. Dann Wolfgang Eckes Kriminalmagazin. Sieht
denke mal, ein paar drinne vielleicht. Muss ich dann mal sehen. Hat 126 Seiten. Ja. Dann habe ich von Floyd Kemske das Megabyte-Auge. So aus. Arthur und Linda arbeiten für einen großen Handelskonzern. An sich nichts Außergewöhnliches, bis auf eins. Ihr Boss ist ein Computer. Arthur sieht in ihm einen Vaterersatz, der lobend oder tadelt in sein Leben eingreift. Für Linda dagegen wird das Programm, an dessen Entwicklung sie maßgeblichen Anteil hat, zum Albtraum. Der virtuelle Boss visiert ihre Kündigung an. Ja. Und es hat 236 Seiten. So, dann habe ich Hintergittern. Ja, hat 96 Seiten insgesamt. Ja. Dann habe ich hier von Jerry Cotton, sein Auftrag war Mord. Das G-Man Jerry Cotton ist ein FBI-Beamter, der sein Leben dem Kampf gegen Gangster gewidmet hat. Durch seinen Mut und seine Entschlossenheit erobert er sich die Herzen von Millionen Lesern in mehr als 40 Ländern. Ja. Dann habe ich Geliebte Tiere, H.G. Francis, Delfin auf der Flucht. Sieht so aus. Die Teenager Alice und Henry freuen sich über zwei Neuzugänge im Meerwasserbecken des Forschungsinstituts auf Key Largo. Scryly und Indian, zwei junge Delfine, deren Familie in einem Fangnetz umgekommen ist. Doch die eleganten Tümmler sind immer noch in Gefahr. Das Institut braucht Geld und will die jungen Tiere eine Show verkaufen. Elise und Henry entwickeln einen Plan. Ja, das ist das. Dann habe ich im Rückspiegel. Sieht so aus. Und hat 159 Seiten. Jo. Dann habe ich von Daniela Katzenberger Sei schlau, stell dich dumm. Ja, hat auch noch mit dabei gehabt. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das hat 207 Seiten. Jetzt kommt das, was ich jetzt gerade am Lesen bin. Ihr seht das Lesezeichen drin und ist auch schon zur Hälfte weg. John Dixon Carr, Der Tod eines Zauberers. Ja, hat 159 Seiten und bin auf Seite 65. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem Geschenk der Bücherhaul. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, dann werde ich das, euch das noch irgendwie in einem anderen Video noch vorstellen. Schreibt mir doch mal, ob euch die Art von Büchern, von Videos auf meinem Kanal gefällt. Dann mache ich das auch gerne weiter. Mache ich auch gerne mal Rezensionen zu irgendwelchen Büchern. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Jedenfalls mein Lesemonat kommt noch. Was noch mit Büchern zu tun hat. Und vielleicht muss ich sehen, im neuen Jahr werde ich mal bei Rebuy bestellen. Aber erstmal alles langsam, alles abwarten. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei allem, was ihr heute noch tun werdet. Und
Ja, bis zu meinem nächsten Video. Ciao.